Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe HausTech News der Woche. Und schon jetzt im Januar und bevor überhaupt Anträge gestellt werden können, weisen verschiedene Quellen bereits darauf hin, dass bei der Heizungsförderung das Geld knapp werden könnte. Wer keine Folge HausTech News der Woche mehr verpassen will, kann gerne den Kanal abonnieren. Förderstopp droht für klimafreundliche Heizungen. Im Laufe dieses Jahres könnten die Fördergelder für neue klimafreundliche Heizungen früh aufgebraucht sein. Damit rechnet die Bundesregierung. Denn sie hat jetzt zum Jahresbeginn die Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG, neu gefasst, um den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor zu senken. Wenn man eine Heizung einbaut, die mindestens 65% erneuerbare Energien nutzt, erhält man dafür Zuschüsse und Zinsgünstige Kredite von der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW. Mehrmals waren aber Förderprogramme in ähnlichen Fällen über Nacht gestoppt worden. Zuletzt Ende 2023 der Umweltbonus beim Kauf eines E-Autos. Gerade jetzt ist aber die Situation für Hauseigentümer vorteilhaft, da zum Beispiel die Lieferfristen für Wärmepumpen deutlich zurückgegangen sind. Auch der Auftragsvorlauf der Betriebe hat sich verkürzt. Zwar können die Förderanträge erst ab dem 27. Februar bei der KfW gestellt werden, man kann jedoch bis zum 31. August vorab mit der Heizungssanierung beginnen und den Förderantrag nachträglich bis zum 30. November 2024 bei der KfW einreichen. Ein Hersteller gibt sogar eine Fördergarantie. Stiebel Eltron garantiert die Auszahlung der Fördersumme auch wenn der Förderantrag durch die KfW abgelehnt wird. Voraussetzung ist natürlich, dass eine Stiebel Wärmepumpe verbaut wird. Neue Förderregel beim Sanieren. Seit Jahresbeginn greifen wichtige Änderungen bei der staatlichen Förderung von Fenster- und Fassadensanierungen. Wer saniert, muss zuerst mit dem ausführenden Unternehmen, z.B. einem Fensterbauer, über einen Vorvertrag ins Geschäft gekommen sein. Erst dann kann der Förderantrag gestellt werden. Das besagt nun die Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG. Der VFF-Geschäftsführer Frank Lange erläutert: Bislang bemühten sich Bauherren zunächst um den Förderbescheid, dann wurde es konkret. Jetzt ist es umgekehrt. Vor Antragstellung muss bereits ein Liefer- oder Leistungsvertrag geschlossen sein. Sollte man die Förderzusage vom Staat wieder erwarten, nicht erhalten, kann der Auftraggeber den Vertrag zurückziehen. Deshalb sind Verträge mit einer auflösenden oder aufschiebenden Ver Bedingung verpflichtend. Neue Anforderungen an Rohrdämmung mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz GEG kommt eine wesentliche Änderung für die technische Dämmung, die die Kälteverteilungsleitungen von raumlufttechnischen Anlagen betrifft. Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sind nach dem neuen GEG bei einem Innendurchmesser von bis zu 22 mm mit einer Mindestdämmschichtdicke von 9 mm zu dämmen. Ab einem Innendurchmesser von mehr als 22 mm beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht 19 mm. Diese Mindestanforderungen beziehen sich auf eine Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin bei einer Mitteltemperatur von 10 Grad. Für an Außenluft angrenzende verlegte Rohrleitungen fordert das GEG weiterhin eine 200-Prozent-Dämmung. Sie lässt sich im Durchführungsbereich von Solarleitungen oder beim Anschluss von Monoblock-Wärmepumpen nur unter großem Mehraufwand und mit einem Mehrlagigen Dämmaufbau umsetzen. Für, diesen, für diese Anwendungsbereiche kommen in der Praxis vorwiegend UV-beständige, werkseitig vorgedämmte Leitungen zum Einsatz. Ich verlinke euch den Artikel auf der Haustech-Website, damit ihr da nochmal alle Details und Änderungen nachlesen könnt. Durchschnittsgehalt der Deutschen. Der Kununo Gehaltscheck 2024 ergibt, dass Deutsche im jährlichen Durchschnitt 49.214 Euro verdienen. Das entspricht einer Steigerung um 1,8% im Vergleich zum Vorjahr. Die durchschnittliche Teuerungsrate für 2023 wird derzeit mit ungefähr 6% angegeben. Der Verdienst hält also derzeit nicht Schritt mit der Teuerungsrate im Land. Für den Gehaltscheck wurden 835.000 Gehaltsangaben ausgewertet von denen mehr als 625.000 aus dem gerade abgelaufenen Jahr 2023 stammen. Demnach wird in Hessen, Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg bundesweit am besten bezahlt. Am wenigsten verdienen Beschäftigte in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo allerdings mit Gehaltssprüngen von jeweils gut 4% ein überdurchschnittlicher Anstieg in der Lohnentwicklung zu erkennen ist. Bei den Städten liegen München, Frankfurt am Main sowie Stuttgart an der Spitze der deutschen Gehaltsrangliste. Da der Verdienst derzeit nicht Schritt mit der Teuerungsrate hält, kann das ein Grund dafür sein, dass die Gehaltszufriedenheit in keiner der 20 größten deutschen Städte mehr als 60% beträgt. Am höchsten ist diese in Bielefeld mit 58,6 Prozent, gefolgt von Stuttgart mit 56,9 Prozent und Hannover 56,5 Prozent. Heizestrich für dünnschichtige Fußbodensanierung. Mit dem Weberflor 4180 hat Saar Goba-Weber speziell für dünnschichtige, schwimmende Fußbodenheizungskonstruktion einen fließfähigen, calciumsulfat gebundenen und faserarmierten Heizestrich entwickelt. Der Weberflor 4180 ist für den Einsatz im Wohnungs- und Gewerbebau konzipiert er schließt mit Schichtdicken von 25 bis 60 mm und Feldgrößen von bis zu 150 Quadratmeter die Lücke zwischen der sehr dünnschichtigen beheizten Fußbodenheizungskonstruktion und den normativen Lösungen gemäß DIN 18560. Damit eignet sich der faserarmierte Heizestrich besonders zur Sanierung von dünnschichtigen Böden mit Fußbodenheizung im Bestand. Was meint ihr? Wird das einen Förderstopp für den Wechsel auf umweltfreundliche Heizung geben? Oder ist das alles nur Quatsch? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat unsere Sendung gefallen. Hinterlasst uns gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald!